Ja, hallihallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Lassen sich in der Erinnerungen-App Bilder hinterlegen? Jawohl, das geht. Funktioniert das Ganze aber auch mit Dateien? Nein, das geht leider nicht. Weshalb das so ist, das wird wohl nur Apple selbst wissen. Entweder haben sie wirklich gute Gründe dafür oder sie haben es einfach nur verpennt. Der Daniel hatte vor ein paar Tagen in einem der Kommentare mich gefragt, ob das denn nicht irgendwie möglich sei, via Kurzbefehle hier Dateien in der Erinnerungen-App zu hinterlegen. Und ja, es gibt eine Lösung. Sie ist nicht ganz perfekt, aber sie ist vielleicht für dich schon mal sehr, sehr hilfreich und die zeige ich dir in diesem Video. Bevor ich dir aber zeige, wie der Kurzbefehl aufgebaut ist, zeige ich dir, was am Ende rauskommen soll und dann kannst du entscheiden, ob du weiterschaust oder nicht. Und zwar öffne ich jetzt hier einfach die Dateien-App, wähle eine Datei aus, die ich in Erinnerungen haben möchte, wähle für diese Datei einfach das Teilmenü und im Teilmenü wähle ich dann den Kurzbefehl aus. Ja, und dann wird die Datei automatisch in Notizen hinterlegt. Es öffnet sich die Notizen-App. Ich wähle die Notiz via Drag and Drop aus. Also ich habe sie jetzt gerade hier in meinem Finger. Mit dem anderen Finger wechsle ich zur Erinnerungen-App und lasse dort einfach die Notiz fallen. Und wenn man das Ganze so macht, und das hatte ich schon mal in einem Video gezeigt, dann entsteht ein Link zur Notizen-App, genau zu dieser Notiz. Und das geht leider nicht mit der Dateien-App. Mit Notizen geht das Ganze. Ja, und hier ist das Schöne, wenn du jetzt auf dieses Icon rechts in der Erinnerungen-App drauf tippst, auf dieses Notizensymbol, dann kommst du genau zu dieser Notiz mit genau der Datei, die ich eigentlich in Dateien hatte gerade. Und das ist auch schon der Nachteil. Das Ganze ist eben keine Verlinkung der Datei, sondern die Datei wird eben kopiert in Notizen, sprich du arbeitest dann mit einer Arbeitskopie und nicht mit der Datei selbst. Aber wenn es einfach eine Datei ist, die du schnell zur Ansicht immer haben möchtest in der Erinnerungen, dann ist das der Weg, den du wählen solltest, bis Apple das Ganze mal so richtig auf die Kette kriegt. Ja, und jetzt gucken wir uns mal an, wie du das Ganze in Kurzbefehle bauen kannst, damit du diese Funktion selber nutzen kannst. Ist wirklich super einfach. Es sind nur drei Aktionen, die du brauchst. Wechsle zur Kurzbefehle-App und in der Kurzbefehle-App legst du natürlich wieder einen neuen Kurzbefehl oben rechts über den Plus-Button an und dann gibst du diesem Kurzbefehl einen neuen Namen und das nenne ich jetzt einfach mal Datei in Erinnerung. Fertig. Und genau der Name, den du jetzt hier vergibst, den findest du dann im Teilenmenü, wie ich es dir gerade gezeigt habe. Deswegen ist hier einfach wichtig, wie du das Ganze benennst. Ja, die Datei soll ja über das Teilenmenü an diesen Kurzbefehl kommen und damit das funktioniert, musst du das für das Share-Sheet aktivieren. Das erreichst du unten über das i-Menü und dort einfach im Share-Sheet anzeigen aktivieren. Das Ganze funktioniert auch am iPad und auch am Mac. Damit es auch am Mac nutzbar ist, musst du unten einfach noch als Schnellaktion verwenden, aktivieren und dann solltest du noch einen weiteren Haken bei im Finder anzeigen aktivieren. Ja, und dann kannst du oben rechts auf Fertig tippen. Damit dieser Kurzbefehl dir nicht jedes Mal im Teilmenü angezeigt wird, kannst du ganz oben bei Bilder und 18 weitere einfach drauf tippen und dort entfernst du einfach jeden dieser Schalter, aber aktivierst das Ganze für Dateien und meinetwegen noch für PDFs. Dann auf Fertig. Ja, und jetzt geht's los mit den drei Aktionen. Erste Aktion, die Datei, die du hier an diesen Kurzbefehl sendest, die soll natürlich erstmal in Notizen landen. Dazu tippst du auf Aktion hinzufügen, suchst in der Suche einfach nach Notizen und dort brauchst du die Aktion Note erzeugen. Also bei mir heißt sie Note erzeugen, vielleicht lautet sie bei dir richtig übersetzt Notiz erzeugen. Diese Aktion hier, die einfach antippen und dann wird automatisch die Kurzbefehleingabe, also die Datei, die du Kurzbefehl übergeben hast, die wird hier als neue Notiz erstellt. In welchem Ordner? Am besten in einem Ordner, den du extra dafür angelegt hast. Ich habe in Notizen extra den Ordner Erinnerungen angelegt, wo dann solche Dateien landen. Einfach hier auf Ordner tippen und dann suche ich hier entsprechend meinen Erinnerungsordner via Suche schnell, wähle diesen aus und klappe dann die Aktion über den Pfeil aus und beim Ausführen öffnen deaktivieren. Denn die App soll erst im
übernächsten Schritt geöffnet werden. Dann kannst du das Ganze wieder einklappen oder auch ausgeklappt lassen, ist egal. Denn als nächstes, als zweite Aktion, soll die Erinnerungen-App geöffnet werden. Dann tippst du hier in die Suche rein und suchst nach Erinnerungen. Ja, und dort kannst du dann Erinnerungsliste öffnen auswählen, also einfach die zweite Aktion, die einfach antippen. Und standardmäßig wird dann die erste Liste ausgewählt. Das lasse ich jetzt erstmal so. Ja, und zu guter Letzt soll noch wieder der Notizordner geöffnet werden. Achtung, nicht die Notiz, sondern der Ordner mit dieser Notiz. Das ist ganz wichtig für den Workflow, damit es ein bisschen einfacher ist. Gehe dazu in die Suche rein, suche nach Notizen. Und dort findest du weiter unten dann irgendwo eine Aktion Ordner Notizen einblenden. Das einfach antippen und jetzt hast du hier die Möglichkeit, den Ordner noch anzupassen. Dazu tippe ich hier auf diese Notizen-Variable und wähle den Ordner Erinnerungen. Jawohl. Und damit ist der Kurzbefehl fertig und du kannst ihn so ausführen, wie ich ihn dir jetzt am Anfang im Video gezeigt habe. Wenn du solche Tipps nicht verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, denn auf diesem Kanal geht es nur um Kurzbefehle. Und einen ganz großen Dank geht natürlich an alle Patreons raus. Das motiviert mich ungemein, wenn ich da auch ein bisschen was für meine Arbeit bekomme. Das macht nämlich wahnsinnig viel Arbeit, das Ganze bereitzustellen, zu dokumentieren und, und. Und ich habe mir überlegt, von dem Erlös von Patreon mir davon einen HomePod zu holen. Bevor du jetzt denkst, oh, das ist ja super eigennützig. Nein, einen HomePod würde ich mir aufgrund der Audiosysteme, die ich habe, so nicht holen. Da hatte ich bisher einfach kein Interesse, obwohl es wirklich ein cooles Gerät ist. Aber einige Zuschauer hatten mich schon mal gefragt, ob es den ein oder anderen Kurzbefehl in Verbindung mit dem HomePod gibt. Und da habe ich mir gedacht, gut, das wäre eine wunderbare Investition. Da kann ich nämlich dir auch wieder was zurückgeben, wenn du einen HomePod hast. Dann freue dich auf Kurzbefehle. Also ich hoffe, dass es damit Kurzbefehle gibt, die man damit wunderbar umsetzen kann. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.